Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 20. September 2019. 23. September ist Herbst, Tag und Nachtgleiche. Und diesem Abend werde ich ein großes Ritual machen. Das beginnt um 22 Uhr. Ihr könnt in dieser Ritual teilnehmen. Die Teilnahme Energieausgleich beträgt 10 Euro. Bitte schreibt mir dann ein E-Mail und ich freue mich, wenn die Interesse da besteht. Die Themen könnt ihr nachfragen, dann werde ich das schriftlich auch mitteilen. Und jetzt zu den drei Fragen. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Und jetzt noch eine Botschaft aus der Schokoladekarten. Die erste Frage war, was denkt er? Die Antwort gibt dieses Bild. Ein König über den Luftelement. Also das, was er beherrschen möchte. Und das ist die Leichtigkeit, das Spielerische, eine gewisse Freiraum. Luftelement vermittelt Worte. Das ist sein Bedürfnis, etwas klären, etwas ansprechen, klärenden Gesprächen führen. Außerdem symbolisiert dieses Bild auch klare Entscheidungen und das Schwert zeigt Trennen von Ängsten. Aber dieser König ist in einer Warteposition. Das heißt, er hat Erwartungen, dass von euch was kommt und dann möchte er etwas klären, wichtigen Gesprächen führen. Zweite Frage war, wie fühlt er sich? Das zeigt die Kraft. Entweder jetzt hat die Kraft und Mut, das zu sagen, was er sagen möchte. Das ist sogar möglich, falls er gebunden ist, dass er jetzt trennt. Weil dieses Schwert symbolisiert auch Trennung. Aber mein Gefühl sagt, dass dieses Bild vermittelt eher Kraftlosigkeit, dass er momentan müde und kraftlos ist. Das sagt jetzt meine Intuition. Was vermittelt er? Die Münzen symbolisieren die Taten, die Realität. Er möchte etwas in Tat umsetzen. Die Münzen, natürlich auch die Finanzen und indirekt die beruflichen Situationen, das ist auch ein wichtiges Thema. Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Aber was dieses Bild zeigt, das bedeutet etwas festhalten. Er möchte aber nicht festhalten, weil mit diesem Luftelement braucht die Leichtigkeit und Freiraum. Und das sollt ihr entgegenbringen. So kommt ihr in Harmonie. Was noch die Münzen erzählen, das sind die Werte, auch die Wertschätzung. Und das, was ihr verlangen sollt, Wertschätzung soll entgegenkommen. Und hier entsteht eine gewisse Überlegung. Was sollt ihr tun? Sollt ihr entgegenkommen, seine Wünsche erfüllen, weil er diese Erwartung hat, von euch eine Nachricht zu bekommen? Ich würde sagen, bei Erdeelement nein. Lieber abwarten. Auch wenn das etwas dauert, paar Tagen.
Es ist viel, viel besser warten, bis er den Mut hat und etwas direkt anspricht. Es lohnt sich zum Warten. Und die Tagesbotschaft ist: sei wach, sei wachsam. Was kommt entgegen, auch wenn das nicht sofort ist, sondern es wird noch dauern. Trotzdem beobachtet die Geschehen und beobachtet, was sagt euren Gefühl dazu. Und wichtig ist hier bei diesem Bild nicht festhalten wollen, sondern ihr sollt auch zur Leichtigkeit kommen, dann kommt ihr mehr zum Harmonie. Und das war die 3 Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.